Der Tod meiner Brüder soll nicht heißen, dass ich feiern gehe. Der Tod meiner Brüder heißt nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin. Der Tod meiner Brüder heißt nicht, dass wenn ich solch einen Beitrag sehe, ich nichts im Herzen für meine Brüder fühle. Denn der Tod meiner Brüder heißt, dass ich mit ihnen fühle. Richtig, es ist eine gewaltige Prüfung für sie. Aber es ist auch, inshallah, eine Prüfung für uns. Was machst du, wenn du solche Beiträge liest oder siehst, wo deine Brüder abgeschlachtet werden? Was geschieht dann in dir? Bist du traurig oder ist es dir egal? Nimmst du dir vielleicht eine Minute Zeit, um mindestens für deine Brüder ein Bittgebet zu sprechen? Spendest du? Sei nicht traurig über das, was ich sage, aber sei ehrlich zu dir selbst. Meinst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Zustand dieser Umma, der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ändern wird, wenn wir weiterhin in den Diskotheken oder in den Shisha-Bars abhängen? Nein. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Kümmere dich um dich und um deine Familie und um deine Geschwister. Stell dir mal vor, wir leben im Krieg und wir sind live dabei, wie unsere Geschwister abgeschlachtet werden. Und du erfährst dann, dass deine Geschwister am anderen Ende der Welt nichts Besseres zu tun haben, als Haram zu machen und sich nicht um ihre Religion bemühen und sich gar nicht um dich und um deine Familie, die vor deinen eigenen Augen abgeschlachtet wurde, kümmern oder interessieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam helfen. Amin.